Johann Jakob Wetzel zählt zur zweiten Generation der sogenannten Schweizer Kleinmeister. Seine Veduten stehen in der Tradition des weiten Blicks in die Tiefe einer Landschaft, hier von Schloss Castel aus Richtung Konstanz. Aus seinem Hauptwerk, den Voyage pittoresque au lac de la Suisse, zu denen er 137 Sepia-Zeichnungen schuf, die von den bedeutendsten Aquatinterstechern der Schweiz in Druckgrafik umgesetzt wurden, stammt auch diese kolorierte Aquatinta um 1832 von Jakob Suter gestochen.